Hallo, willkommen bei Mamani, Flatz kann jeder. Gestern hatte ich angekündigt, dass ich trotz der hochlaufenden Märkte und den ja doch eher skeptischen Expertenmeinungen eventuell eine neue Aktie kaufen werde. Ja, das habe ich dann auch gemacht und heute will ich die Aktie zeigen und erklären, ja, warum ich hier eingestiegen bin, ne, trotz des nicht idealen Börsenumfeldes. Dann legen wir mal los. Also, die neue Aktie für mein Depot ist der Industrie- und Flüssiggashersteller Air Liquid. Ich hatte das Unternehmen vor gut 7 Monaten in der Analyse gehabt und da gefiel mir die Firma ganz gut. Ordentliche 77,5% konnte es erreichen und damit ist Air Liquid aktuell immer noch auf Platz 47 von 171 Unternehmen in der Ranking-Tabelle. Wer die Analyse gerne sehen möchte, findet den passenden Link in der Beschreibung. Hier erzähle ich dann auch etwas über die etwas andere steuerliche Seite bei dem Unternehmen, denn die Firma kommt aus Frankreich. Bei den Firmen aus unserem Nachbarland läuft es doch etwas anders ab, wie bei deutschen oder US-Firmen. Ich sage nur Finanztransaktionssteuer und Abgeltungssteuer. Da ich damals alles dazu gesagt habe, klemme ich mir das mal jetzt. Einfach das Video anschauen und da erzähle ich und erkläre ich auch alles zu dem Thema. Grundlegend mag ich französische Firmen wegen den gerade genannten Gründen nicht wirklich gerne. Aber bei bestimmten Firmen aus Frankreich, die eine besonders gute Qualität haben, mache ich hin und wieder eine Ausnahme. Warum möchte ich jetzt bei Air Liquid einsteigen? Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist Air Liquid einer von 3 Unternehmen, die den Weltmarkt für Industriegase beherrschen. Mit Linde und Air Products and Chemicals teilen sie sich gut 75% des Weltmarktes auf. Für die Unternehmen ist das ein fast ideales Umfeld, denn der Wettbewerbsdruck gilt in Oligopolen als vergleichsweise niedrig. Jetzt ist natürlich für mein Depot-Fundament so eine Konstellation für eine Branche absolut super. Große und mächtige Firmen, die den Markt aufgeteilt haben, wenig Konkurrenzkampf, sichere Einnahmen, und das in einem Marktsegment, das in der Zukunft sehr aussichtsreich sein könnte. Ich sage nur Thema Wasserstoff. Hinzu kommen bei den Unternehmen eine rechtssichere Dividende und ein relativ stabiler Chart. Daher würde ich gerne alle 3 Aktien in meinem Depot bzw. im Fundament für das Depot sehen. Solche Aktien bringen keine Überrendite, aber sie sorgen für Stabilität und das auf langer Sicht mit einer schönen Rendite durch die Dividenden, aber auch durch Kursgewinne. Ich habe mal den 10-Jahres-Chart mitgebracht. Hier seht ihr selber, was für einen tollen Verlauf die Aktie in den letzten Jahren hatte. Unter Schwankungen geht es hier eigentlich nur nach oben. Das liegt natürlich am stabilen Geschäft und den recht sicheren Gewinn. Aktuell haben wir die Unterseite des langen Aufwärtstrends jetzt angelaufen. Warum die Aktie jetzt dahin gesprungen ist, erkläre ich gleich. Ich will vorher mal kurz die Umsatz- und Gewinnseite noch einmal kurz zeigen. Hier haben wir doch. Also, bei der Umsatzseite sehen wir, dass die Aktie seit Jahren den Umsatz wunderbar steigern kann. Klar, wir haben natürlich mal das Corona-Jahr gehabt, wo der Umsatz mal einbrach. Aber im Anschluss konnte es locker wieder wettgemacht werden, der Umsatzrückgang, mit einer Umsatzsteigerung von anschließend 13,9%. Und wir sehen auch über die letzten 10 Jahre, dass das Umsatzniveau sich permanent weiterentwickelt hat und wir nicht eine ganze Verdopplung haben, aber wir laufen in 70-80% höheren Umsatzzahlen rein wie vor gut 10 Jahren. Also ein schöner, stetiger Anstieg beim Umsatz. Und das gefällt mir grundlegend immer sehr gut beim Unternehmen. Was aber auch bei der Konstellation jetzt kein Wunder ist. Ja, und das Gleiche sehen wir dann auch beim EBITDA-Gewinn, der auch kontinuierlich eigentlich steigt. Natürlich auch unter leichten Schwankungen. Aber wir sehen, dass der EBITDA-Gewinn grundlegend immer gesteigert werden kann. Hinzu kommt natürlich auch eine sehr, sehr gute Marge, die auch ein bisschen schwankt, aber auf einem doch ordentlichen Niveau, aber in den letzten Jahren doch tendenziell eher leicht nach oben läuft. Wenn man bedenkt, dass wir vor gut 10 Jahren noch so bei 24% lagen, konstant die ganzen Jahre die Marge halten konnten und dann noch eine leichte Steigerung sehen von 27%. Also das ist schon in Ordnung, dass eine Firma dann so eine stabile Marge dann auch über so lange Zeiträume aufrechterhalten kann. Die Schätzungen sehen jetzt auch nicht schlecht aus. Ich mache noch einmal kurz den Umsatz. Also aktuell wird vermutet, dass der Umsatz jetzt bei 27,2 Milliarden Euro in diesem Jahr liegen soll. Wir werden auch gleich anhand der Zahlen sehen, die ich mitgebracht habe, dass diese Region auch hinkommt. Im nächsten Jahr soll der Umsatz dann auf 28,1 Milliarden gesteigert werden, kann dann auf 29,8 und im Jahr 2025 könnte der Umsatz schon bei 31,7 Milliarden liegen. Also wir haben auch die nächsten Jahre laut Analystenmeinungen einen schön weiter steigenden Umsatz. Und das Gleiche gilt auch beim EBITDA-Gewinn. Auch der soll jedes Jahr ordentlich zulegen.
In diesem Jahr soll er ja auf 6,98 Milliarden Euro ansteigen, dann im nächsten Jahr auf 7,48, darauf im Jahr auf 7,99 und im Jahr 2025 könnte der EBITDA-Gewinn auf 8,59 Milliarden anwachsen. Ja, und wenn man die Historie sieht, kann man das den Unternehmen, klar, auch bei der Konstellation mit den drei Firmen in einem Segment, die den Markt beherrschen, ja auch durchaus vorstellen, dass das hinkommt. Wenn es so hinkommt, dann muss man zugestehen, wir haben momentan ein relativ hohes KGV, was natürlich auch ja, am soliden Geschäft liegt. Ja, da wird ja dann doch ein höheres KGV den Firmen zugesprochen von ungefähr 29. Und durch die gut weiterlaufenden Geschäfte und auch Umsatz- und Gewinnsteigerung, vor allem Gewinnsteigerung, wird das KGV, was jetzt noch bei recht sportlichen 29 liegt, in den nächsten Jahren weiter absinken. Und dann würden wir im Jahr 2025 ungefähr bei einem KGV, geschätzten KGV von 19,7 vom aktuellen Kurs ausliegen. Und das ist in meinen Augen ja in Ordnung. Ja, wir haben ein konstantes Geschäft, was permanent wächst. Und dementsprechend kann man ein höheres KGV momentan zusprechen. Und wenn die Wachstumszahlen ja, hinhauen, dann haben wir in 3 Jahren, 4 Jahren ein Niveau erreicht, wo man schon wieder sagen kann, dass die Aktie günstig ist. Also dementsprechend, das Potenzial der Aktie ist durch das solide Geschäft eigentlich relativ gut. Ne? Also wir haben hier doch, wenn das Geschäft weiter wächst, eigentlich eine, obwohl sie jetzt aktuell nicht billig aussieht, aber doch eine recht günstig bewertete Aktie, wenn man das Wachstum mit einbezieht. Also für mich ist das in Ordnung als defensiver Wert und dadurch, dass das Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie das wirklich auch schaffen mit den Umsatz- und Gewinnsteigerungen, traue ich denen das durchaus zu und dementsprechend sehe ich da auch kein großes Problem drin, dass die Aktie diese Kennzahlen, also das KGV, auch mal erreichen wird. Tja, und aktuell laufen die Geschäfte auch super. Ich habe mal die letzten Umsatzzahlen von Ende April mitgebracht und auf der Umsatzseite hat Air Liquid im vergangenen Quartal 6,89 Milliarden Euro verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von satten 29,12% gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Air Liquid 5,33 Milliarden Euro umsetzen können. Der Konzern mit Sitz in Paris äußerte sich außerdem zuversichtlich, seine operative Marge in diesem Jahr weiter steigern und ein wiederkehrendes Wachstum des Nettogewinns zu konstanten Wechselkursen erzielen zu können, sofern nennenswerte wirtschaftliche Störungen ausbleiben. Das starke Wachstum im ersten Quartal spiegelt ein gutes Aktivitätsniveau wider und zeigt die Widerstandsfähigkeit der Gruppe in einem Umfeld, das insbesondere durch die Inflation und den Krieg in der Ukraine geprägt ist, sagte Chairman Benoît Potier. Also, die Geschäfte laufen gut und stabil. Ja, das finde jetzt nicht ich nur gut, sondern auch viele Analysten. Ich habe mal ein paar Kursziele mitgebracht und die sehen jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also manche kamen jetzt auch erst vor wenigen Stunden und ein, zwei Tagen raus. Also Bernstein Research sagt als Kursziel voraus 183 Euro, aktuell haben wir 147 Euro. Jefferson Company sagt 185 Euro, Goldman Sachs sagt 187 Euro, JP Morgan sagt 185 Euro, Deutsche Bank sagt 190 Euro. UBS sagt 183 Euro, Barclays Capital sagt 187 Euro und Credit Suisse sagt 195 Euro. Also alles Kursziele, die ordentlich über dem aktuellen Kurs liegen. Und alle Analysten sehen eine ähnliche Region als Kursziel an. Und bei dem, was ich gesehen hatte, kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Also da sind jetzt keine Kursziele dabei, die irgendwo abstrus abseits von dem sind, was man halt fundamental auch nachvollziehen kann. So, bei einem Preis von 148 Euro sind das momentan auf jeden Fall Aufwärtspotenziale von gut 23-32%. Schon einmal ganz attraktiv in meinen Augen. Ich hatte das Unternehmen ja damals in der Analyse gehabt und das bei einem Kurs von 148,62 Euro, also ungefähr den Preis, den wir jetzt wieder haben. Den Kurs haben wir in den letzten Monaten nicht wirklich oft unterschritten. Die Aktie lief jetzt sogar rauf bis auf 165 Euro und gestern sackte die Aktie dann um 8% ab. Ich habe mich dann mal auf die Suche nach dem Grund gemacht und der war jetzt nicht wirklich schlimm gewesen. Das Unternehmen hat den Aktionären wohl eine Bonusaktie für jeweils 10 gehaltene Aktien gegönnt und daher ist der Aktienkurs im Gegenzug runtergesetzt worden. Hier gab es also wohl einen Loyalitätsbonus. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Kursniveau erreicht, der wieder auf dem Niveau zum Analysezeitpunkt lag. Ich will mir bei den aktuell gut laufenden Geschäften nicht erneut jetzt die Butter vom Brot nehmen lassen und den Einstieg erneut verpassen. Und daher setze ich mal einen ersten kleinen Fuß bei dem Unternehmen rein. Klar kann es bei dem Marktumfeld auch mal wieder runtergehen, aber das wäre mir bei der Aktie auch relativ egal. Die Fallhöhe
dürfte eigentlich nicht sehr groß sein bei den doch soliden und konstanten Geschäften. Und ja, und auch in Jahren dürfte natürlich das Unternehmen sehr gut laufen. Und daher sehe ich das Rückschlagspotenzial jetzt nicht als sehr groß an. Falls es doch mal ja so kommen sollte, dass der Kurs mal zurücklaufen ja, würde, kann ja mal durchaus passieren, kann ich ja nie ausschließen, auch bei so einem Unternehmen, dann würde ich natürlich das sehr begrüßen, weil ich dann ja meine Position auch endlich dann so erweitern kann, wie ich sie eigentlich haben möchte. So, also ich habe jetzt wenigstens den ersten Schritt bei einem der drei Unternehmen, die ich jetzt haben möchte, reinbekommen. Die anderen beiden sind mir leider noch ein bisschen zu teuer und deswegen warte ich hier noch ein bisschen ab. Es ist auf jeden Fall ein defensiver Wert, der auf lange Sicht Rendite einbringt und ja, und der in turbulenten Zeiten für etwas mehr Ruhe in meinem Depot sorgen soll. Also ich hoffe natürlich, dass ich den Bestand ja erweitern kann und dann ja auch eine Positionsgröße ja bekomme, mit der man halt auch auf lange Sicht ja schön was einfahren kann. So, selbstverständlich muss natürlich auch der Preis stimmen, ne? Also einfach jetzt bei den doch noch relativ hohen Kursen jetzt einen großen Bestand aufbauen will ich natürlich nicht. Aber falls es mal ein bisschen runterkommt, wäre ich gerne bereit, hier eine große Position mir ins Depot zu packen. Ja, eventuell kann ja auch sein, dass noch ein bisschen Druck auf die Aktie kommt, da das Unternehmen in den kommenden 24 Monaten ja einen erhöhten Refinanzierungsbedarf hat und sie könnten mit höheren Zinsen und Refinanzierungskosten natürlich jetzt konfrontiert werden, was eventuell ja vielleicht für ein bisschen Druck auf den Kurs sorgen könnte. Eventuell sehen ja manche Anleger ein Problem darin und verkaufen ja die Aktie. Da ich aber die Firma für finanziell gut aufgestellt halte, sie einen hohen Free Cashflow und Gewinne besitzen, wird das in meinen Augen kein wirkliches Problem darstellen. Ja, vor allem nicht bei der Marktstellung, den aktuell guten Geschäften und den guten Zukunftsaussichten. Da investiere ich jetzt in die Aktie, auch wenn ich glaube, dass der Markt eventuell noch einen heißen Sommer durchstehen muss. So, das sollte als Erklärung für meinen Einstieg reichen. Dann ja, würde ich mal sagen, machen wir mal Schluss für heute. Ich verabschiede mich und hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, dann ja, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, na, kann ja mal vergessen werden. Dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!